Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Metro Exodus. Wir haben in der gestrigen Folge Tee getrunken und dann sind wir hier runtergegangen und haben den Bären gehört. Ich freue mich. Riesig. Nicht. Kann ich meinen Koffer öffnen? Werden wahrscheinlich sowieso nur Klamotten drin sein, hä? Muss ich hier lang? Muss ich runterspringen? Oder kommt hier gleich der Bär von irgendwo an? Und dann gibt es einen Faustkampf zwischen mir und ihm, oder wie? Ich will nicht. Gott verdammt, ich will nicht. Da waren wir gerade. Wird das ich renne weg Szene? Schlimmer. Hat sich da gerade was teleportiert? Ich hasse Spinnen. Oh. Ich wette, wir treffen hier auch noch Mama Spinnen oder so. Irgendwie so ein Scheiß. Trage ich meinen Helm noch? Nee. Was soll das? Was ist das hier? Wieso spinnt mein Licht? Was sind das für Geräusche? Ist das Radioaktivität? Hilft das? Oh Gott, oh nein, mein... Mein Licht funktioniert hier aus irgendwelchen Gründen nicht. Oh Gott, das ist der Horror. Was ist das denn? Ja, brennt. Du auch. Die alle. Scheiße, die kommen hier aus ihren Nestern, ne? Was ist das für eine Hölle? Oh Gott, ich will hier weg. Ist mir scheißegal, was ich hier alles finden kann. Was ist denn du los?
Raus hier! Nein! Nein! Zumindest funktioniert hier das Licht wieder. Oh. Schlimmste Stelle aller Zeiten. Oh, die fressen den Typen auf, die Spinnen. Die widerwärtigen. Hold up! Verzieht euch! Ihr geht mir voll auf den Sack. Die Flaggen spuckt. Was ist hier los? Die spucken mich an die Schweine. Hier haben meine Munition wieder. Hör auf mich anzuspucken. Was bist du denn für ein Dreckskerl? Lass mich in Ruhe, ich will hier weg. Na. Verdammte Axt. Ich will hier einfach nur raus. Bitte. So schnell wie es geht. Licht. Ja. Notizen, die ich nicht lesen kann. Auch nicht schlecht. Ich hasse euch. Ich hasse euch zutiefst. Nein. Nein. Was ist denn hier los? Was soll ich denn hin? Also das Kabel geht dahin. Oh, ich mag das hier überhaupt nicht. Licht, Licht, Licht. Nein, komm schon. Das ist nicht dein scheiß Ernst. Das ist nicht dein Das meinst du jetzt nicht ernst. Hey, wieso zeigst du mal hinter mich? Hör auf, hinter mich zu zeigen. Ist es über mir? Ich weiß es nicht, es zeigt immer hinter mich. Was ist denn? Okay. Ich habe oben mein Kanister gesehen. Vielleicht haben wir ja Glück. Da ist ein bisschen was drin, oder? Bin ich gut. Du kleine Potsau, du. Verzieh dich bloß. Oh. Ich will hier nicht sein. Das ist der letzte Platz, wo ich sein will. Ja, Licht für euch. Viel Spaß damit. Ich hoffe, das lockt nichts Größeres an.
Vielleicht kommt der Bär und macht wieder zu. Das wär's. Es ist noch nicht vorbei. Es ist einfach noch nicht vorbei. Oh, kleine Pause. Ja, mache ich. Oh, ich habe zwei Notizzettel durch die ganze Panik verloren. Da oben befand sich keine Motordrasine. Warum haben wir überhaupt geglaubt, dass da eine wäre? Klar, die Plünderer sind immer hergekommen, aber würden sie nicht jemanden zurücklassen, um darauf aufzupassen? Und als diesem jemand klar wurde, dass sie nicht mehr zurückkommen, ist er damit abgehauen. Und so wie es aussieht, kommen wir auch nicht zurück. Als wir dorthin gingen, waren aus den dunklen Ecken nur Geräusche von Spinnen zu hören. Aber auf dem Rückweg stürzten sie sich auf uns, sobald wir das Tor geschlossen hatten. Es würde uns also gewiss nicht gut tun, wenn wir zurückkehren, denn Roman vergibt nur wenig. Liuda konnte ihm vielleicht gut zureden, damit wir zurück dürfen, aber sie wollte lieber abhauen und hat es auch getan, und das auch noch zu Fuß. Das ist wirklich bewundernswert, aber trotzdem auch verrückt. Andererseits könnte sie wirklich einen anderen Ort finden. Es wird Zeit, die Spinnen sind in der Nähe. Lebt wohl, ihr alle. Lass mich raus. Lass mich verdammt nochmal raus. Oh, eine Werkbank. Kleine Pause. Kleine Pause. So. Oh, mehr Stabilität nehme ich gerne. Zwillingsarmbrust. Das kompakte und starke Seilrollsystem sorgt für hohe Geschwindigkeit der Geschosse. Und erweiterbares Magazin. Infrarot brauche ich nicht. Oh, wir hatten ja noch eine zweite Waffe, ne? Und vielleicht direkt mal ein paar Molotows für den Bären vorbereiten. Ich glaube, das wird nichts. Zwei Molotows habe ich. 40 brauche ich. Am Arsch. Und die Waffe ist dreckig ohne Ende. Ja, komm. Kostet zwar einiges, aber hey. Ist meine wichtigste Waffe. Ja, ein bisschen Stabilität wäre schon nicht schlecht bei der Sniper. Wobei, jetzt mit der Armbrust brauche ich auch keine Sniper mehr. Eigentlich. Aber ich hab keine andere Wahl. Ich hab momentan keine andere Waffe. Kann ich hier noch die Stabilität verbessern? Also rein theoretisch schon, aber... Bleiben wir beim mittleren Magazin. So, die anderen Waffen zu reinigen ist jetzt nicht so wild. Ja gut, die sind auch noch sauber. Meine Gasmaske muss ich reparieren. So, hier haben wir noch gar nichts gefunden, ne, auf der Map. Na ja, gut, wir haben auch einen Ort nicht gefunden und wir haben uns hier nicht wirklich gut umgesehen. Einfach weil wir ständig in Panik waren wegen Wölfe, wegen hast du nicht gesehen. Gar nicht mal so einfach gewesen. So schön dieser... Ja, ich hasse euch. So schön dieser Ort auch ist. Er ist der gefährlichste von allen. Mit den Bären, mit den Wölfen, mit den Spinnen. Gut, die Spinnen sind jetzt nicht so gefährlich, also. Aber diese. Die stressen einfach nur. Hallo, Ratte. Sag bloß, der Bär wohnt hier. Oh, ich will nicht nochmal gegen den Bären. Bitte. Warum tue ich mir dieses Spiel überhaupt an? Hat Ayosha gerade mit Miller gesprochen? Bist du hier? Willst du Prügel? Artyom? Verdammt, du lebst! Was bin ich froh, dich zu sehen. Und ich habe gerade die Aurora erreichen können. Sie sind besorgt, das verstehe ich auch. Das hier ist alles nicht so einfach, wie es anfangs schien. Komm, ich zeig dir das mal. Was zum Hölle? Was hast du auf dem Kopf und... Auf geht's, Artyom!
Hörst du den Zähler ausschlagen? Hinter diesem Beton befinden sich Unmengen radioaktiven Sediments. Und das wird bald das Ende dieses Tals bedeuten. Weil der Damm kaum noch hält. Schau durchs Fernglas, wenn du mir nicht glaubst. Hier können wir nicht bleiben. Niemand kann das, ehrlich. Oh. Ah ja, siehst du diese Seilrutsche? Die Kinder haben sie gebaut, als damals noch nicht so viel durchsickerte. Da müssen wir hin. Der Alte sagte, die Aurora wird bald auf dem Damm sein. Wir müssen uns beeilen. Ich glaube, bei der Aurora stimmt das nicht. Anscheinend geht es Anna nicht sehr gut. Bald werden wir mehr wissen. Na los, Artyom! Verdammt, so viel Dreck! Hilfst du mir beim Bären? Das wäre echt nett. Mann, ich habe hier dieses fantastische Mädchen getroffen. Eine Hammerfrau. Sie heißt Olga, ist Ausbilderin. Alle haben Respekt vor ihr. Und sie ist sehr verständnisvoll. Hat mir geglaubt, dass ich sage, wir seien keine Feinde. Sie war diejenige, die mich aus ihrem Lager hat gehen lassen. Liebe auf den ersten Blick. Ich habe euch doch von meiner animalischen Anziehungskraft erzählt. Das ist der Beweis. Holy shit, wie geil. Sie war so bezaubert von mir, dass sie mit mir spazieren ging. Und weißt du, das ist für mich etwas Neues. Ich habe mich nur ungern verabschiedet. Ich habe sie gebeten, mit uns zu kommen. Ich kann die anderen nicht zurücklassen. Sie ist so stark. Und jetzt muss ich nur noch an eins denken. Ich hoffe, Olga kann die anderen überzeugen zu gehen, um dann selbst zu gehen. Ich mag dieses Gefühl nicht, Artyom. Ich habe da dieses Tier gesehen. Ein Bär so groß wie ein verdammtes Haus. Hörst du? Da gehst du doch jetzt nicht hin, oder? Hat uns gerochen. Diese Brücke hat schon bessere Zeiten gesehen. Oh Gott, der Bär kommt. Der dreht hier durch. Dann bin ich abgeschnitten. Ich lauf durch. Nein, ich lauf nicht durch. 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 Lebst du noch? Was zum Teufel? Oh nein, der Bär. Na, kennst du mich noch? Ich hab den Branding verpasst. Alter, ich bin auch hier. Artyom, verschwinde! Scheiße! Oh nein, du gehst ja jetzt nicht rechts hoch, oder? Geh links hoch. Spring runter. Irgendwas. Nein, geh doch noch nicht hoch. Ich mag nicht mehr gegen den Bären. Oh, ich habe nicht wirklich viel Munition. Wenn ich wenigstens nicht alleine wäre. Oh, was hast du denn hier bitte? Wieso ist alles weg? Was hast du gemacht? Scheiße. Wieso soll ich B drücken? Ernsthaft? Wieso soll ich den Bären schlagen? Oh Gott, ich habe keine Ausdauer. Ich habe Fehler gemacht. Ich habe einen Fehler gemacht. Lauf doch! Ich kann mich nicht bewegen!
Das war eine verdammte Granate, Mann. Du musst nur noch Stücke und Fetzen sein. Wuhu. Was der alles aushält. Oh Gott sei Dank. Ich dachte, ich bin tot. Oh, ich dachte, das wäre eine Death Scene. Ich glaube, das würde er sich merken. Oh, vielleicht doch nicht. Was für ein gewaltiges Biest. Hilf mir, Artyom. Das Seil muss wieder auf Spannung gebracht werden. Geschafft. Olga, das ist Artyom, mein Freund. Er ist auch ein guter. Dein Freund ist ein Mörder. Artyom, wie konntest du nur? Und du bist ein Lügner. Doch... Ich will nichts mehr mit dir zu tun Olga, haben. Ich komme wieder. Wenn du das tust, bist du tot. Artyom, auf geht's! Hast du sie wirklich getötet? Warum? Diese Typen sind doch noch kleine Kinder. Warum? Artyom! Oh. Oh. Ich glaube, das ist, weil ich den Typen getötet habe. Den Admiral. Geht es gar nicht gut. Wir müssen los. Die Zeit ist knapp. Weder die Luft noch die Medikamente von unterwegs helfen mir noch. Und jetzt ist auch noch Aljoscha verwundet. Komm. Also hätte ich, wäre ich da schleichend durch die Gegend gegangen und... Ja, was für Kinder? Ich habe doch keine Kinder umgebracht. Ich meine, ich habe den Aspiral umgebracht. Das gebe ich zu. Vielleicht war das auch der Grund. Normaler wäre... Wir waren alle ganz still, als die Aurora den vergifteten See entlangfuhr, der vom Damm gehalten wurde. Wir dachten, wir würden zurückkommen. Aber nachdem wir das Damoklesschwert gesehen hatten, das über dem Tal schwebte, wussten wir, dass es nicht sein sollte. Aljoscha kann noch immer nicht laufen, seit er in den Rücken geschossen wurde. Der Kummer treibt ihn in den Wahnsinn. Seine Olga ist dort. Vielleicht kann er sie per Funk warnen und die Menschen dort retten. Und was kommt als nächstes? Ich habe keine Ahnung, aber ich bin bereit für alles. Alles außer einer Sache. Anna, bitte halte durch. Ohne dich habe ich keinen Lebenszweck, keinen Traum mehr. Umso mehr, weil es dir jetzt gut ginge, wenn da nicht mein Traum gewesen wäre. Also ich wette, Aljoscha wäre da geblieben, wenn ich quasi den Admiral nicht erschossen hätte. Nehme ich jetzt mal stark an. Aber das kann man nicht wissen, es sei denn, man guckt sich ein anderes Let's Play an. Ich schaue mal gleich bei irgendeinem anderen Let's Player kurz rein, ob da eine andere Szene ist. Haut rein, euer Zero. Ciao.